Hallo und willkommen zum Funke-Podcast. Wir sind Marxistinnen und Marxisten, die weltweit in über 30 Ländern als Teil der International Marxist Tendency, der IMT, aktiv sind. Wenn du Fragen hast oder selbst aktiv werden möchtest, melde dich unter www.derfunke.at. Nochmal ein herzliches Willkommen zu unserem Tagesseminar. Die Laura wird jetzt nachher ungefähr 45 Minuten über marxistische Philosophie reden und warum es so wichtig ist, gerade jetzt in diesen Zeiten von Krise, wo wir jetzt uns befinden, dass diese Philosophie wichtiger denn je ist und allgegenwärtig sein soll. Ja, ich kann nur jeden einladen, macht's Notizen, stellt's Fragen in der Diskussion und wenn euch das überzeugt hat, dann tritt's uns bei, bau mal eine gescheite Organisation auf, wo wir dem System endlich ein Ende setzen können. Gut. Dann bitte, Laura. Okay, also wir Kommunisten wollen eben die Welt grundlegend verändern und nicht nur an kleinen Schrauben drehen. Und die Theorie, auf die wir uns dabei stützen, ist der Marxismus. Und der Marxismus hat als Philosophie begonnen. Und man kann sagen, dass Marxismus im Wesentlichen eine philosophische Methode ist, die man dann auf verschiedene Bereiche irgendwie anwendet, wie Ökonomie, Politik und Geschichte. Und was ist Philosophie überhaupt? Philosophie unterscheidet sich von unserer Denkweise, die wir irgendwie im Alltag haben. Im Alltag ist man meistens irgendwie mit so unmittelbaren Fragen beschäftigt, wie kann ich das Jahr auf Urlaub fahren? Welche Ausbildung soll ich machen? Wird dieses Abendessen irgendwie gut schmecken? Genau, aber die Philosophie, die behandelt die großen Fragen. Was ist Denken? In welchem Verhältnis steht das Denken zur Welt? Sie stellt die Frage irgendwie nach der Moral, nach Leben und Tod, dem Universum, was gut ist, was schlecht. Also jeder Mensch stellt sich solche Fragen mindestens einmal im Leben. Und die Philosophie ist entstanden aus dem Versuch, ohne dem Eingreifen übernatürlicher Kräfte und Götter irgendwie zu beantworten, diese Fragen. Also es ist der erste Versuch einer wissenschaftlichen Klärung für Mensch und Natur. Und jeder Mensch hat eine Philosophie, auch wenn er glaubt, irgendwie keine zu haben, weil Philosophie einfach die Art ist, wie man die Welt betrachtet. Und wenn man sich nicht systematisch eine eigene Philosophie erarbeitet, dann übernimmt man unweigerlich der man ausgesetzt ist tagtäglich. Also die Ideen, Vorurteile und Weltsicht seiner Zeit, die man eben in der Uni, an der Schule und in der Zeitung etc. vermittelt bekommt. Und diese Ideen einer Zeit sind immer irgendwie das Spiegelbild der Moral und der Interessen der bestehenden Gesellschaft. Hegel hat mal gesagt auf die Frage, was Philosophie sei, Philosophie ist eine Zeit in Gedanken erfasst. Also jede Zeit und jede Klasse hat ihre Philosophie. Und Marx hat das irgendwie nur weitergeführt und gesagt, die herrschenden Ideen sind die Ideen der herrschenden Klasse. Also wir können keine Unparteilichkeit erwarten in einer Gesellschaft, die auf Klassenkampf und auf Lohnsklaverei aufgebaut ist. Den Punkt betont auch Lenin in dem Text Drei Quellen und Bestandteile des Marxismus, den ich euch sehr empfehlen möchte. Der ist in unserer Broschüre zu marxistischer Philosophie. Ich werde das ganze Referat über Literaturtipps geben, aber dazu später noch mehr. Der Marxismus hat eben dieser Gesellschaft, die auf Sklaverei beruht, den schonungslosen Kampf angesagt. Was sind diese Ideen der herrschenden Klasse, die man irgendwie so in der Gesellschaft sieht? Eine Idee ist zum Beispiel, dass sie irgendwie nie was verändert. Also das System, in dem wir leben, ist das einzig Logische und es wird für immer so bestehen. Das ist eine Vorstellung, die jede herrschende Klasse in der Geschichte irgendwie gehabt hat, von irgendwie ägyptische Pharaos bis hin zu absolutistische Könige. Aber alle diese Herrschaftssysteme sind irgendwann zu einem Ende gekommen. Und es wäre absurd zu glauben, dass das beim Kapitalismus anders sein sollte. Aber die herrschende Philosophie, die zeichnet sie auch durch einen enormen Individualismus aus. Obwohl wir in einer extrem vernetzten Welt leben, wo eigentlich keiner für sich alleine überleben kann und de facto jeder für den anderen produziert, wird dieser Aspekt der Gesellschaft meistens ausgeblendet. Es gibt scheinbar nur lauter isolierte Individuen, die irgendwie Einzelentscheidungen treffen. Und auch alle gesellschaftlichen Probleme werden als
rein individuelle Angelegenheit irgendwie dargestellt. Also Klimakatastrophe, du musst deinen Konsum verändern, Frauenunterdrückung und Rassismus, du musst dein Denken verändern, bis hin zu Headlines wie senke deine individuelle Inflation und solche Scherze. Ja, man sollte einfach irgendwie nicht mehr essen und Miete zahlen, das ist das Geheimnis. Das ist diese allgegenwärtige Entfremdung im Kapitalismus. Sie erzeugt ein Gefühl von Machtlosigkeit gegenüber einem System, wo wir gesellschaftlich produzieren, aber einige wenige davon profitieren. Und in welcher Welt leben wir heute? Wir sehen in den letzten Jahren, dass die altbekannten Sachen, das bisher Vertraute, irgendwie vor unseren Augen zerbröckelt. Die traditionellen Parteien, die bürgerliche Demokratie, die Medien, also die sogenannte vierte Macht im Staat, all das wird nach Krisenerfahrungen, nach Sparmaßnahmen und gebrochenen Versprechen immer mehr hinterfragt. In Österreich war es bis vor nicht allzu langer Zeit irgendwie so, dass in jeder Wahl die ÖVP und die SPÖ die Mehrheit gehabt haben und sie dann irgendwie eine Koalition ausgeschnapst haben. Und davon ist, also es war enorm extrem langweilig, aber davon ist nicht mehr so viel übrig. Also heute liegt in der größten Stadt Österreichs die Bierpartei mit 12% vor der ÖVP oder die KPÖ, die irgendwie die letzten 80 Jahre komplett irrelevant war, hat irgendwie große Chancen, 2024 in den Nationalrat einzuziehen. Wir sehen auch extrem schnelle Veränderungen von Phänomenen in ihr Gegenteil. Zum Beispiel ist der aktuelle SPÖ-Chef Andreas Babler angetreten als der linkeste Kandidat seit sehr langer Zeit und mittlerweile in einer sehr kurzen Zeitspanne verfolgt die SPÖ mittlerweile einen rechteren Kurs wie seit langem. Genau. Aber auch diese Polarisierung nach rechts ist Teil der Gegenwart. Also die FPÖ ist zum Beispiel seit über einem Jahr konstant die stimmenstärkste Partei in Umfragen und ebenso ist die AfD mit 22% in Deutschland irgendwie die zweitstärkste Partei. Und Trump liegt irgendwie solide vor Joe Biden seit einigen Wochen in der USA. Das ist eine Seite irgendwie. Aber wir haben irgendwie auch die letzten Jahre eine Reihe von inspirierenden Massenbewegungen und Revolutionen gesehen. Alleine die letzten Wochen ist diese Palästina-Solidaritätsbewegung irgendwie über den gesamten Globus geschwappt. Im Iran ist letztes Jahr die extrem radikale Frau-Leben-Freiheit-Bewegung ausgebrochen. Die USA hält Streikwelle in ungesehenem Ausmaß in Atem, wo sie extrem viele Branchen und hunderttausende Arbeiter irgendwie beteiligen. Aber es gibt auch Revolutionen, die in Konterrevolutionen umgeschlagen sind, wie die revolutionäre Bewegung im Sudan 2019, die mittlerweile irgendwie in einem blutigen Bürgerkrieg irgendwie geendet hat. Oder die Klimabewegung, die gestartet hat mit System Change, no Climate Change und behauptet hat, unpolitisch zu sein und mittlerweile irgendwie die Marionette vom grünen Flügel der Kapitalinteressen geworden ist. Also so ein kurzer Überblick irgendwie über unsere Zeit zeigt uns schon, dass die Welt extrem widersprüchlich ist und dass uns oberflächliche Erklärungen und Eindrücke nicht sehr weit bringen. Genau das, also oberflächliche Erklärungen und Eindrücke, genau das ist aber die Methode des Empirismus. Also das ist die Philosophie jener Leute, die behaupten, sie würden sich nur auf die Fakten stützen. In einem Moment jubeln sie irgendwie euphorisch, wenn eine linke Bewegung irgendwie ausbricht. Im nächsten Moment verfallen sie in Depressionen, wenn die scheitert. Und im übernächsten Moment warnen sie irgendwie vom Aufsteigen des Faschismus. Diese Leute überrascht jede Wendung irgendwie. Und die Folge sind Verwirrung und ein politischer Zickzackkurs. Empiriker und Impressionisten sind unfähig, die täglichen Ereignisse im Zusammenhang mit den grundlegenden sozialen Prozessen zu analysieren und die Entwicklung von Klassenkräften zu verstehen. Also es ist keine Option für uns, keine Philosophie zu haben. Wir würden entweder diejenige der herrschenden Klasse übernehmen oder halt diesen Empirismus und uns irgendwie von kurzfristigen Impressionen treiben lassen.
wenn man dann an die Universitäten und die Philosophiefakultäten geht, auf der Suche nach irgendwie einer Philosophie, dann wird man enttäuscht werden. Die bürgerliche Philosophie unserer Zeit ist extrem formalistisch, langweilig und irrelevant. Sie beschäftigt sich hauptsächlich mit so Begriffsspielereien, die eher an so Bibelexegese von Mönchen im 11. Jahrhundert erinnern. Und deswegen interessiert die meisten Menschen auch Philosophie nicht. Und heute ist eine der dominantesten Strömungen in der Philosophie und in die Geisteswissenschaften der Postmodernismus. Der sagt quasi, wenn man es kurz zusammenfassen möchte, sagt der Postmodernismus, dass es gibt keine Gesetzmäßigkeiten in der Welt. Alles ist rein zufällig und der Versuch, die Welt zu verstehen, den kann man irgendwie gleich aufgeben. Die Realität gibt's auch gar nicht, sondern es gibt nur Sprache oder irgendwelche Geschichten, Narrative, die wir uns erzählen. Kennzeichnend für sie ist so eine Ironie gegenüber allen, die irgendwie ehrlich versuchen, die Welt zu verstehen, und dunkelster Pessimismus. Und auch ein Hang irgendwie zu so mythischen und übersinnlichen Erklärungen. Oft treten sie aber so ziemlich radikal auf und geben sie als irgendwie Kämpfer gegen Unterdrückung und so. Aber in Wirklichkeit sind diese Ideen extrem systembejahend. Und solche bürgerlichen und kleinbürgerlich-akademischen Ideen finden auch einen Eingang in die Arbeiterbewegung. Sie bieten aber irgendwie keinen Weg vorwärts und deswegen müssen wir sie bekämpfen. Da ist mein Literaturtipp. Die Ideologiekritik gegen die akademische Entstellung des Marxismus, das Buch, das ist quasi eine Aufsatzsammlung, die sich mit verschiedenen solche Ideen irgendwie von Intersektionalitätstheorie über Queer Theory über irgendwie Strukturalismus beschäftigt. Genau, also dieser Postmodernismus behauptet, es gibt keinen Fortschritt in der Geschichte. Aber tatsächlich ist einfach nur kein Fortschritt mehr im Kapitalismus möglich. Somit reflektieren diese kleinbürgerlichen Akademiker den Zustand der herrschenden Klasse. Für die herrschende Klasse ist jeder Schritt, den sie geht, irgendwie falsch, wegen der unlösbaren Widersprüche einer Produktionsweise, die ihren Zenit überschritten hat. Wir hingegen sind sehr optimistisch in Bezug auf die Zukunft. Vielleicht die einzige Kraft irgendwie, die optimistisch ist, weil wir sie auf eine Klasse stützen, die irgendwie den Weg vorwärts ja, verkörpert, nämlich die Arbeiterklasse. Also wir als Revolutionäre brauchen ein stabiles philosophisches Fundament, eine revolutionäre Philosophie, die als Waffe zur Veränderung dienen kann. Und die einzig konsistente, wahre Philosophie ist eben der Marxismus. Die Philosophie vom Marxismus nennt sie dialektischer Materialismus. Das klingt irgendwie kompliziert und irgendwie trocken, aber es ist jetzt nicht so kompliziert. Man sollte sich nicht von dem Namen irgendwie abschrecken lassen. Jeder kann das verstehen. Jeder kann den dialektischen Materialismus verstehen, wenn man ihn studiert. Also Marxismus ist eine Wissenschaft mit eigenen Fachbegriffen. Und wie jede Wissenschaft braucht es irgendwie Aufwand, um sich damit vertraut zu machen. Und der Anfang ist irgendwie schwer, so wie bei allen Dingen, die sich irgendwie lohnt zu meistern. Also es ist die Pflicht von jedem Genossen, diese Ideen zu studieren, nicht nur Wirtschaft und Politik, sondern auch die grundlegenden philosophischen Ideen. Mein Referat sollte dabei eher mehr so ein Appetizer sein und kann nur, also mein Ziel ist irgendwie, die wichtigsten Begriffe zu klären, aber kann das Selbststudium nicht ersetzen. Deswegen mache ich meine Literaturtipps, damit sich jeder dann selbst weiter damit beschäftigen kann. Genau, und die ersten zwei Begriffe, mit denen wir sie auseinandersetzen, ist Materialismus und Idealismus. Die marxistische Philosophie ist durch und durch materialistisch. Und Materialismus in der Philosophie bedeutet nicht dasselbe wie im Alltagsverständnis, nämlich irgendwie eine Lebenseinstellung, die so Essen, Trinken, körperliche Bedürfnisse irgendwie über alles stellt, sondern es hat eine eigene philosophische Bedeutung. Und zwar, es gibt eine objektive Welt, die unabhängig von unserem Denken existiert. Also die Realität wird nicht vom Bewusstsein geschaffen, sondern unser Bewusstsein ist eine Widerspiegelung der Realität, die eben unabhängig von uns existiert. Marx hat es so formuliert, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und Marx hat auch erkannt, also das war, glaube ich, seine große Leistung, dass dieses Sein vom Menschen nicht nur ein biologischer Prozess ist, sondern dass die Menschheit durch die Art, wie sie produziert,
verschiedene Formen des Zusammenlebens hervorgebracht hat. Genau, so Produktionsweisen. Und er hat auch erkannt, dass eben der Klassenkampf, also der Kampf zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten, die Lokomotive der gesellschaftlichen Entwicklung ist. Aber den Materialismus hat schon vor Marx und Engels gegeben. Zum Beispiel schon die antiken, im antiken Griechenland hat es materialistische Philosophien gegeben, die ionischen Naturphilosophen. Einige davon waren so Atomisten, also sie haben schon vor über 2000 Jahren erkannt, dass die Welt aus kleinsten Teilen, sogenannten Atomen, zusammengesetzt ist. Aber natürlich haben sie damals nicht die Möglichkeiten gehabt, das wissenschaftlich zu beweisen. Aber die moderne Naturwissenschaft hat irgendwie diese These bestätigt. Genau. Und wer sich mehr in die Geschichte der Philosophie einlesen mag, dem empfehle ich die Geschichte der Philosophie, eine marxistische Perspektive. Ja. Und das ist halt irgendwie so die Bedeutung vom Materialismus. Er hat irgendwie im Alltagsverständnis einen schlechten Ruf. Hingegen der Idealismus wird meistens verbunden mit jemandem. Ein Idealist ist jemand, der so nach seinen Idealen lebt, der in Müll trennt und irgendwie ein angenehmer Mensch ist. Aber das ist auch nicht die philosophische Bedeutung von Idealismus, sondern philosophisch meint man damit das Primat der Idee vom Geist. Und auch bekannte Philosophie, die nach diese Grundeinstellung irgendwie hat, ist die Philosophie von Platon. Der hat so eine Ideenlehre irgendwie entwickelt, wo er sagt, jeder einzelne Tisch ist irgendwie nur eine unvollständige, mangelhafte Kopie von der ewigen Idee des Tisches, die halt das eigentlich Wahre ist und ja, irgendwo anders existiert, nicht in der materiellen Welt so. Und diese idealistischen Ideen laufen in letzter Instanz immer auf Religion raus, weil sie müssen irgendeine Art von Weltschöpfung irgendwie annehmen für ihr System. Und diese zwei Strömungen, also Idealismus und Materialismus, sie sind zwei Pole der Beantwortung der Grundfrage, die die gesamte Geschichte der Philosophie durchzieht. Die Frage vom Verhältnis zwischen Denken und Sein. Und beide Strömungen haben historisch irgendwie viel beigetragen zur Geschichte der Philosophie. Aber der Idealismus ist letztlich immer steril und leblos, weil er halt nur mit Begriffen arbeitet und so vom echten Leben und der Bewegung irgendwie isoliert bleibt. Und ich habe vorher diese griechischen Naturphilosophen irgendwie der Antike erwähnt. Und auch wichtiger von diesen Philosophen war Heraklit. Er war der Erste, der die Grundideen der Dialektik formuliert hat, die später dann auch Marx aufgegriffen hat. Und von ihm ist auch bekannter Ausspruch, alles fließt. Also alles ist in konstanter Veränderung. Nichts bleibt so, wie es ist. Und diese Grundannahme widerspricht irgendwie unserem Hausverstand, also unserem alltäglichen Denken. Weil normalerweise sage ich so, die Dini ist die Dini. Und ja, das ist scheinbar irgendwie eine einfache Tatsache. Aber in Wirklichkeit ist nichts sich selbst gleich. Also die Dini ist jetzt nicht mehr dieselbe wie vor 10 Sekunden, wie ich das irgendwie gesagt habe. Die Organe, die Knochen, die Haut, fast alle Körperzellen wachsen nach und alte Zellen sterben. Noch Wissenschaftler haben herausgefunden, dass nach 2 Jahren die Leber irgendwie komplett neu ist, keine einzige Zelle irgendwie da noch existiert. Und nach 10 Jahren sie unser gesamtes Skelett irgendwie erneuert hat, bis sie der Prozess irgendwann verlangsamt und mehr Zellen absterben als neue entstehen. Genau, also es ist nicht so einfach irgendwie mit, wie es im Hausverstand irgendwie scheint. Früher hat man zum Beispiel geglaubt, dass alle Arten, alle Tiere und Pflanzen irgendwie komplett getrennt voneinander schon immer, seit Gott sie irgendwie geschaffen hat, so existiert haben. Aber Darwin hat dann entdeckt, dass sie eigentlich auseinander entstanden sind und in einem ständigen Prozess von Vererbung und Selektion sie herausgebildet haben. Genau, das wären irgendwie Beispiele für diese Tatsache irgendwie, dass tatsächlich sie alles in einem ständigen Prozess der Veränderung befindet. Und von diesem Heraklit sind nur ganz wenige Fragmente erhalten. Ich glaube, es sind so 2 A4-Seiten oder so.
kann man sich schnell mal durchlesen. Und eins von diesen, man kann es probieren, eins von diesen Fragmente ist, alles entsteht aus dem Streit. Also alles wird durch Entgegengesetztes hervorgebracht. Jede Bewegung, jede Entwicklung wird angetrieben von einem innewohnenden Gegensatz. Also Bewegung entsteht nicht von einem Anstoß von außen, sondern sie ist Resultat von einer inneren Spannung, die eben Antrieb der Selbstbewegung ist. Und das ist die Grundlage für Dialektik, weil Dialektik ist die Logik vom Widerspruch. Das Alltagsverständnis, der Hausverstand, versucht irgendwie den Widerspruch aus dem Denken zu verbannen. Aber auch sehr viele philosophische Theorien versuchen irgendwie einen Widerspruch zu verbannen. Aber die Dialektik macht den Widerspruch zur Grundlage für die Erkenntnis. Allem wohnt eine innere Spannung irgendwie inne. Und wir können solche Gegensatzpaare überall entdecken. Also in der Mathematik gibt es irgendwie Plus und Minus. Wir denken innerhalb von den Kategorien von Ursache und Wirkung. Und in der normalen Vorstellung stehen sich diese Gegensätze irgendwie fest gegenüber und schließen einander aus. Also es wird so, diese Gegensätze werden als absolut verstanden. Aber bei genauerer Betrachtung sind Ursache und Wirkung gar nicht so klar bestimmt. Also ein Phänomen kann in einem Moment irgendwie die Wirkung von einem Prozess sein, aber im nächsten Moment zur Ursache von einer neuen Wirkung irgendwie werden. In einem lebendigen Prozess wechseln die beiden ständig den Ort und verwandeln sich ineinander. Also die Gegensätze bilden eine Einheit. Das ist ein Grundbegriff der Dialektik. Und die Dialektik ist keine Erfindung von einzelnen genialen Menschen, sondern sie ist die Wissenschaft von unseren Denkformen. In Wirklichkeit ist in jedem einzelnen Urteil, in jeder Aussage über die Welt Dialektik enthalten. Wenn ich sage, die Dini ist ein Mensch, dann sage ich irgendwie eine Einheit aus. Weil ich tue das, indem ich zwei unterschiedliche Begriffe, zwei unterschiedliche Dinge aufeinander beziehe. Also durch eine Differenz wird eine Einheit irgendwie hergestellt. Ich sage damit, die Dini ist ein besonderes Exemplar der, der allgemeinen Gattung Mensch. Also da liegt ein Verhältnis irgendwie drinnen. Das Allgemeine ist zusammengesetzt aus die ganzen einzelnen Exemplare und wird daraus gebildet. Und andererseits hat irgendwie jede Person an diesem allgemeinen Menschsein irgendwie Anteil. Indem ich Dini mit Mensch irgendwie gleichsetze, unterscheide ich auch, was zufällig ist und was irgendwie wesentlich ist daran. Also, weiß nicht, wann du, sagen wir mal, okay, rote Fingernägel ist zufällig. Es ist jetzt nicht wesentlich fürs Menschsein, aber irgendwie ein Zentralnervensystem schon. Genau. Und unser Denken ist Teil dieser Welt. Ein anderer materialistischer Denker hat es so formuliert, der Mensch ist Natur, die sich selbst versteht. Unser Bewusstsein, unsere Erkenntnis funktioniert nach den Gesetzen der Dialektik, weil die Natur und die Gesellschaft sie auch nach diesen dialektischen Gesetzen entwickeln. Die Einheit der Gegensätze, die ich vorhin angesprochen habe, die existiert nicht nur in unseren Denkformen, sondern auch in der Gesellschaft. Also ich habe vorhin schon die Widersprüchlichkeit unserer aktuellen Gesellschaft irgendwie angesprochen. Aber sie existiert auch in der Natur. Abstoßung und Anziehung oder eben, wie vorhin erwähnt, in der Evolution, Selektion und Vererbung oder positive und negative elektrische Ladung. Und die Dialektik wird notwendig in dem Moment, wo wir mit Problemen konfrontiert sind, die über das alltägliche Leben hinausgehen, wenn wir versuchen, komplizierte und umfangreiche Prozesse irgendwie zu verstehen. Dieses Denken, das ich bisher Hausverstand genannt habe, ist in der Philosophie die formale Logik und die Dialektik ersetzt die formale Logik nicht. Innerhalb von gewissen Grenzen funktioniert sie sehr gut, weil sie tatsächlich einen Aspekt der Wirklichkeit irgendwie abbildet. Nur weil ich weiß, dass irgendwie die Zellen von der Dini ständig erneuern, kann ich trotzdem davon ausgehen, dass sie jetzt nicht ein völlig neuer Mensch ist irgendwie plötzlich. Also offensichtlich gibt's auch Kontinuität. Also es wäre genauso einseitig, nur diese Ungleichheit zu fassen.
wenn man sich ein Lesetipp, ein sehr kurzer Text irgendwie mehr für dieses Verhältnis von formaler Logik und Dialektik interessiert, gibt es den Text ABC der materialistischen Dialektik von Trotzki, der ganz gut ist. Und die Dialektik analysiert auch, dass es Sprünge in der Entwicklung gibt, also dass kleine quantitative Veränderungen irgendwann zu Krisen, zu Katastrophen bzw. Revolutionen führen. Zurzeit hört man irgendwie in der Klimawissenschaft oft den Begriff der Tipping Points, der auch dieses Phänomen beschreibt. Also Wissenschaftler vermuten, dass es Tipping Points oder Kipppunkte in der Entwicklung des Klimas gibt, die dramatische Klimaveränderungen in kurzer Zeit bewirken. Zu diesen Elementen zählt etwa das Abschmelzen des grönländischen Eisschilds oder Veränderungen beim El Niño-Phänomen. Und ein geringer äußerer Einfluss kann dann das System in einen neuen Zustand versetzen, der unumkehrbar ist, eben ein Tipping Point. In der Dialektik nennen wir das den Umschlag von Quantität in Qualität. Und ich glaube, aus dem bisher Gesagten sind die revolutionären Implikationen dieser Ideen irgendwie schon deutlich. Nichts bleibt, wie es ist. Alles verändert sich gemäß seiner eigenen inneren Logik in einer Entwicklung vom Niederen zum Höheren, wobei die alten Formen auf gewaltsame Weise und plötzlich gesprengt werden. Dinge, die bisher vernünftig sind, werden unvernünftig. Oder wie Goethe das schreibt, alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Der Kampf um eine neue Gesellschaftsordnung, zuerst irgendwie um den Sozialismus und später um den Kommunismus, ist auch kein allmählicher, evolutionärer Prozess. Und das gilt auch für die Bewusstseinsbildung in der Arbeiterklasse. Beides entwickelt sich nicht langsam und stetig, sondern in Sprüngen, mit Explosionen und mit Volksaufständen. Und schauen wir sich die Frage ganz konkret an. Was ist eine Revolution? Eine Revolution ist die Tatsache, dass das Bewusstsein von Millionen Menschen plötzlich mit den von der Geschichte gestellten Aufgaben irgendwie aufschließt. Und was sind die Mechanismen, die das bewirken? Das Bewusstsein ist nicht revolutionär, sondern konservativ. Unser Denken orientiert sich an der Vergangenheit, an irgendwie Erfahrungen, Erinnerungen, bei uns irgendwie an den Nachkriegsboom, an die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg und alles, was diese Zeit hervorgebracht hat. Damals war es nämlich so, dass auf der Basis von einem Wirtschaftsaufschwung es möglich war, die Klassenwidersprüche irgendwie abzumildern durch die Entstehung von einem Sozialstaat, durch den Zugang zu Bildung und stabile Zukunftsaussichten. Das ist jetzt vorbei und wird nie wiederkommen. Aber diese Phase prägt nur immer das Bewusstsein, besonders der älteren Generationen und der Gewerkschaftler oder irgendwelche Funktionäre in der Arbeiterbewegung. So kann es zum Beispiel auch sein, dass so die eigenen Kollegen in der Arbeit komplett apathisch oder passiv gegenüber der Politik irgendwie sie verhalten. Sie interessieren sich vielleicht nur für Fußball und Make-up und übernehmen vielleicht sogar die rassistische Propaganda, die die herrschende Klasse Tag für Tag anheizt in der Arbeiterklasse, um irgendwie die Spaltung zu befeuern. Und Linke ohne einer philosophischen Basis sehen das, sehen irgendwie nur die Oberflächenphänomene, sind blind für die tieferen Prozesse und verzweifeln und geben irgendwie demoralisiert auf. Aber die Akkumulation kleiner Veränderungen über einen langen Zeitraum, die wachsende Wut, Frustration, die gesteigerte Ausbeutung kann schließlich zu einer sozialen Explosion führen. Und Auslöser dafür sind meistens zufällige, scheinbar zufällige Ereignisse, also Entlassung von einem Betriebsrat oder die Besetzung einer Fabrik oder irgendwie besonders, ungerechtes Gesetz oder so. Zufälle spielen eine Rolle, weil sie bringen diese akkumulierten Elemente, also die innewohnende Notwendigkeit irgendwie zum Ausdruck. Und so zufällige Ereignisse können als Kristallisationspunkt fungieren, durch den eine allgemeine Krise zum Ausdruck kommt. Und wenn sowas passiert, dann werden die Arbeiter und die Unterdrückten irgendwie aufgerüttelt und die gesamte Situation transformiert sie ins Gegenteil. Wir sehen das in jedem Streik und natürlich in Revolutionen. Und es geht so weit, dass selbst einzelne Menschen irgendwie nicht mehr dieselben sind.
ehemals konservative Arbeiter, die vielleicht nur die FPÖ und so gewählt haben, werden auf einmal zu den radikalsten Kämpfer und überwinden im gemeinsamen Kampf die Spaltungsmechanismen. Ja, die Arbeiterklasse hat die Aufgabe, die Macht zu übernehmen und eine neue Gesellschaft zu schaffen. Sie hält die Gesellschaft am Laufen und produziert den ganzen Reichtum kollektiv. Die Voraussetzungen für den Sozialismus existieren bereits im Kapitalismus als Potenzial und auch die Bedingungen für eine soziale Revolution sind reif. Aber das heißt noch nicht, dass das irgendwie ein geradliniger Prozess ist. Dadurch, dass der Kapitalismus keine Verbesserungen oder Perspektive bietet, steigt einfach der Hass auf die Reichen, das Gefühl von Ungerechtigkeit, es gibt einen Verlust an Vertrauen und die Suche nach Veränderung. Die Massen suchen einen Weg aus der Krise und testen verschiedene Lösungen aus. Den Erfolg von Trump und Kickl, auch die beruhen irgendwie auf dieser Stimmung, weil sie sich halt als Anti-Establishment-Kandidaten präsentieren. Aber es führt dazu, dass Reformisten oder irgendwie eher zufällige Gestalten, die halt an die Spitze einer Massenbewegung gespült werden, in der Lage sind, diese in ungefährliche Bahnen zu lenken. Also das steckt hinter der Polarisierung nach links und rechts. Die Bürgerlichen macht es Angst, weil hinter dieser Polarisierung steckt irgendwie eine Klassenpolarisierung. Gerade unter den Jüngeren gibt es aber eine ganze Schicht an Menschen, die bereits jetzt die vollen Schlussfolgerungen aus der Situation ziehen. Sie erkennen, dass es den Kommunismus braucht und dass man sie jetzt dafür organisieren muss. Damit die Arbeiterklasse ihre historische Mission erfüllen kann, braucht sie ja Vehikel, um ihren Bestrebungen, die Gesellschaft zu verändern, einen bewussten Ausdruck zu geben. Und das ist eben eine revolutionäre Organisation, eine revolutionäre kommunistische Organisation. Und das ist das, was wir aufbauen. Und es ist unmöglich, eine revolutionäre Partei ohne revolutionäre Theorie aufzubauen. Und das ist eben auch das, was wir irgendwie heute machen. Die Kader vorbereiten, die Einzelnen, die Ones and Twos, die Theorie und die Geschichte studieren, um im entscheidenden Moment die Ideen irgendwie mit den Massen zu verbinden. Und so werden die revolutionären Ideen des Marxismus zu einer gesellschaftlichen Macht, um sie irgendwie zu transformieren. Genau, das ist irgendwie die Aufgabe, vor der wir stehen. Dem müssen wir sie mit der nötigen Ernsthaftigkeit widmen. Letztlich liegt es an uns. Danke.